Hallo und herzlich willkommen auf starttrimming.de zur aktuellen Lesson of the Week. Heute schauen wir mal, was wir mit einer Timing- und Technikübung noch so anstellen können, außer nur dieses Timing- und Technikmaterial zu üben. Man kann das auch dazu verwenden, um Fill-ins zu erzeugen. Dazu habe ich heute mal zwei taktige Pattern daraus gemacht. Die Basislesson hierzu ist die Timing- und Technikübung Nummer 3. Die habe ich dir natürlich unten verlinkt. Und dazu habe ich jetzt einfach die Handsätze natürlich deutlich abgewandelt. Ich habe sie auch nicht mehr angegeben. Ich habe sie nur im Text beschrieben. Das ist dann statt dieser Übung 1 und 2 und 3 und 4 und D, 1 und 2 und 3 und 4 und D, 1. So aus. 1 und 2 und 3 und 4 und D, 1 und 2 und 3 und 4 und D, 1. Ja? Das kann man natürlich jetzt auch nochmal wiederholen. Und zwar so, dass man auch was davon sieht. Das lasse ich jetzt auch bei, denn hier siehst du ganz genau, was ich dann auch mache. Hier habe ich den Handsatz so abgewandelt, dass ich die Achtelnoten jetzt natürlich abwechselnd spiele und nur noch die Triole auf der Zählzeit 4, die wird dann in der rechten Hand weitergespielt. Und die Sextole ist natürlich auch wieder abwechselnd, klar, denn da nehme ich ja wieder die Tabs hinzu in der linken Hand und dann sieht das Ganze dann so aus. 1 und 2 und 3 und 4 und D. 1 und 2 und 3 und 4 und D. 1. Ja, das wäre das Fill-in. Und das kann man jetzt natürlich auch mit Metronom üben. Es geht ja um Timing- und Technikübungen, die man auch so üben kann. Kann man vielleicht mal bei Tempo 80 machen. 1, 2, 3, 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4. Ja. Es hilft manchmal, wenn man nach der Übung gleich mal einen Takt Pause hat, also den Klick weiterlaufen lässt und dann wieder einsetzt nach einem Takt. Man fokussiert sich dann auch wirklich auf den Anfang, den Einsatz und das ist auch immer eine schöne Übung. Also man muss das nicht jetzt kontinuierlich durchspielen, das kann man natürlich auch machen. Und wenn jetzt die 80 BPM hier zu langsam sein sollten oder zu schnell, dann kann man das Tempo natürlich auch anpassen. Zu langsam wird es wahrscheinlich am Anfang jetzt nicht sein, wenn man das noch nie gemacht hat. Wenn du die entsprechende Lesson, die hier zugrunde liegt, schon bearbeitet hast, dann dürfte das kein Problem sein, denn da habe ich ja einen Tempobereich angegeben. Da starten wir bei Tempo 60 in 5er Schritten bis Tempo 100. Jedes Tempo mindestens eine Minute fehlerfrei üben. Und das wäre auch hier die Herangehensweise, die man machen sollte. Später kann man natürlich auch deutlich höhere Tempi üben, aber das reicht mal zunächst. Das wäre das erste Fill-in. Beim zweiten Fill-in haben wir zwei Triolengruppen und da bleiben wir mit den Achtelnoten auf der Snare und verteilen die Triolen auf der Zählzeit 3 auf dem Tom 1 und auf der Zählzeit 4 haben wir das Tom 2 oder auch das Tom 3. Bei mir ist das dasselbe. Ich spiele seit 20 Jahren, wie gesagt, ein vierteiliges Set. Das heißt, das ist mein Floor Tom. Hier habe ich im Unterricht, also wenn ich physischen Unterricht mache mit einem ganz normalen Schüler, meistens mein Tablet stehen. Also du kannst es auch hier spielen. Also nicht wundern, dass ich jetzt hier spiele, obwohl in der Notation das Floor Tom notiert ist, das dritte Tom. Die Übung geht dann so langsam. 1 und 2 und 3 und D4 und D1 und 2 und 3 und D4 und D1 und 2 und 3 und D4 und D1 und 2 und 3 und D4 und D1. Und auch das kannst du natürlich mit Metronom üben, das muss ich jetzt nicht mehr extra demonstrieren. Das habe ich ja hier schon getan. Das habe ich jetzt einmal exemplarisch gemacht. Bitte übt das auch mal bei Tempo 80 beginnend, wenn du die Lesson schon gemacht hast, die ich verlinkt habe. Und ansonsten fängst du halt bei Tempo 60 an. Das wäre die zweite Übung. Das war jetzt wieder die Kurzversion zur aktuellen Lesson of the Week. Hier habe ich dir zwei Timing- und Technikübungen gezeigt, die ich als zweitaktige Fill-ins hier ausgebaut habe. In der Abo-Version zeige ich noch vier weitere Timing- und Technikübungen, die du auch als zweitaktiges Fill-in verwenden kannst.
Und falls du jetzt dich dafür interessierst, findest du hier im i einen Link zum Abo. Das würde mich natürlich sehr freuen, wenn du dich da jetzt anmelden würdest. Ansonsten wünsche ich dir jetzt viel Spaß mit dieser Lesson. Bis nächste Woche und nicht vergessen, start drumming!